Hallo und herzlich willkommen heute noch einmal zum jetzt Live-Trading TV zur US-Markteröffnung, exklusiv für JFD Brokers. Ich begrüße alle ganz herzlich zum Wochenabschluss am Freitag. Wir wollen noch mal kurz einen Blick werfen auf die US-Markteröffnung und ich schaue es hier gerade mal. Ja, perfekt. Also, Bild ist da, Ton ist auch zu hören und dann schaue ich jetzt mal ganz kurz, ob ich hier parallel noch sehe, ob denn auch alle on air sind oder ausreichend on air sind, obwohl ich das Event ja vorher kurz beworben hatte. Ja, das sieht doch sehr solide aus. Sehr gut. Okay, perfekt. Dann hier der Risikohinweis und dann werfen wir einen Blick mal auf die US-Markteröffnung, beziehungsweise hier, das ist noch der DAX, der ja sich so ein bisschen ziert. Ne? Ich hatte heute früher gesagt, das wäre ein ziemlich cooler Lauf gewesen, ehrlich gesprochen. So eine kleine Vision, die ich hatte, kurzer Spritzer auf der Oberseite, Attacke auf diesen Trend-Support, der sich auf der Stunde ja hier ausgebildet hat, im Laufe der letzten Handelstage, respektive also ausgehend von der bearischen Action, mit der wir in die Woche gestartet sind, wo wir ja nochmal Attacke hier auf die Vorwochen tief zu sehen bekommen haben und auch einen Rutsch darunter. Und da sah es ja kurzzeitig so aus, als wenn das im DAX doch eine ziemlich turbulente Angelegenheit wird für die Woche, denn es sah ernsthaft nach einer Attacke auf die 11.400er Marke aus. Tja, die 11.400er Marke, die ist nicht attackiert worden. Stattdessen haben wir gestern hier eine Gegenbewegung gesehen, die uns zurück in Richtung dieses Trendsupports. Also, es ist ein Widerstand, aber ein Trend-Support, der diese Abwärtsbewegung intakt hält. So, das muss man der Vollständigkeit halber vielleicht sagen, weil der ein oder andere jetzt erstmal verwundert fragen wird, wovon redet der überhaupt? Was ist denn da ein Support auf der Oberseite? Sind das nicht Widerstände? Ja, absolut, aber Support, also Unterstützung im Sinne von hält die Unterstützung oder hält diese Abwärtsbewegung intakt und dadurch halt eine Unterstützung in meinen Augen. Oder in meiner Notation, so sage ich mal. So, nichtsdestotrotz, relative Schwäche im DAX, die wir halt ausmachen können in Relation zum US-Markt. Wie gesagt, kurzer Spike auf der Oberseite, das wäre schön gewesen. Da hätte ich die Price Action genauestens beobachtet und dann tatsächlich mir überlegt, diesen Gap Close und potenziell zu traden. Wir haben ja echt mit einem echten Gap über eröffnet zur Eröffnung hier, zum Schluss von gestern. Die Hochs von gestern, die lagen aber 11.660, echt oberhalb dieser eröffnet. Ja, bedauerlicherweise ist das nicht eingetreten. Ja, und so war das ein relativ zäher Handelstag. Und wenn man sich jetzt das anschaut, was der Dow Jones uns präsentiert, dann sieht es ganz danach aus. Auch wenn der jetzt so, ja, obwohl, nee, macht er gar nicht. Also ehrlich gesagt, der DAX, der präsentiert sich weiter absolut schwach, während der Dow Jones hier um seine Eröffnung pendelt. Das ist diese türkisfarbene Linie, die ich hier ausgezeichnet habe. Also wir sehen, wir haben mit einem echten Gap tatsächlich nochmal eröffnet, im Vergleich zum Kassa-Hoch von gestern. Also ganz kurz zur Erklärung, die rotfarbene Linie, diese kennzeichnet die Hochs von gestern. Die lagen hier, die Hochs zwischen 15.30 Uhr und 22 Uhr. Und die sind für mich eben im Grunde genommen die Haupthandelszonen, beziehungsweise die Hauptmarken vom Vortag, beziehungsweise auch für den heutigen Handelstag. Dann ist das Haupthandelsfenster. Der Übernachthandel interessiert mich da gar nicht, sondern der Moment, wo eben 15.30 Uhr die Wall Street aufmacht und infolgedessen die Kasse eröffnet. Also das heißt, auch Volumen in den Markt kommt. Und wir sehen, dass wir hier wirklich einen ganz zähen Handel zu sehen bekommen. Ja, man könnte jetzt natürlich zu der Idee, auf die Idee kommen, dass gestern die Bewegung, die auf den Weg gebracht worden ist, hier nochmal kurz zur Erinnerung, dieser Lauf im Dow Jones, der uns über dann auch die Allzeithochs auf neue Allzeithochs befördert hat, über die 20.200er Marke, dass dieses Momentum aufrechterhalten wird, denn Trump hat ja in Aussicht gestellt, dass dort in den kommenden 2 bis 3 Wochen ein Announcement kommt im Zusammenhang mit den Steuern. Infolgedessen protektionistische Überlegungen natürlich wieder die Runde gemacht haben, sprich also Einfuhrzölle erhoben werden, von denen natürlich primär in den USA ansässige Unternehmen profitieren würden. An allererster Stelle steht aber ganz besonders natürlich der potenziell anziehende Konsum, US-Wirtschaftsaussichten, die wachsen und dergleichen. Das ist der Haupttreiber, war der Haupttreiber für den sogenannten Trump-Trade, den wir ja seit dem 9.11. gesehen haben. Ja, der große Crash ist ausgeblieben, kurzer Schockmoment und dann zog der Dow Jones unwiderstehlich auf der Oberseite an, hat die 20.000 attackiert, dann jetzt auch vor kurzem rausgenommen. Und dass er jetzt kein weiteres Momentum aufnimmt, das passt ziemlich gut in das Bild, was ich heute früh schon gezeichnet hatte, wo ich sagte, alles in allem verdichten sich die Anzeichen, dass das hier langsam eine ganz, ganz, ganz brenzlige Angelegenheit wird, weil der Markt eine extrem hohe Erwartungshaltung hat, die kaum erfüllt werden kann. Und dass das immer so weiterläuft, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Ich habe in meiner Wochenanalyse, die ich auch auf Godmode beispielsweise eingestellt habe, die man auf dem JFD-Desktop übrigens auch hier sehen kann, so,
Ja, kurz noch einen Blick. Fahren ein bisschen runter. Da. DAX im Windschatten der US-Märkte doch Richtung 12.000. Also ich hatte mal erklärt, warum die 12.000, das erhöht die Chance, dass da ein Klick drauf kommt. Ja, das sind so kleine Marketing-Tricks, die man im Laufe seiner Karriere halt gelernt hat. Das heißt also, die 12.000, das ist eine runde Marke, die wird gerne geklickt, die Analyse. Ich empfehle aber trotzdem, die Analyse komplett zu lesen und nicht nur die Überschrift und zu sagen, oh, der geht davon aus, dass der DAX nach Richtung 12.000 läuft. Das könnte nächste Woche eventuell passieren, ja, aber nichtsdestotrotz, dafür ist noch eine ganze Menge Arbeit zu leisten. Und ich habe in diesem Zusammenhang hier auf eine Grafik verwiesen, und das war eigentlich jetzt der Hauptgrund, warum ich drauf geklickt habe, und zwar das Schiller-PE-Ratio, das ich heute früh auch thematisiert habe. Der Aktienmarkt, der US-Aktienmarkt ist massiv aufgebläht. Also der hat wirklich derzeit, ja, das sind euphorische Zustände schon fast, die wir hier zu sehen bekommen. Und in diesem Zusammenhang muss man eben sagen, auch nach oben die Chance-Risiko-Verhältnisse, die werden einfach unfassbar unattraktiv derzeit. Das heißt also, für mittelfristige Aktienengagements, wenn jetzt jemand sagt, er will längerfristig in Aktien investieren und er sieht Wachstumsaussichten, die Wachstumsaussichten in den USA als attraktiver als beispielsweise in Europa, dann möchte er US-Titel eben entsprechend kaufen. Vielleicht kommt er dann auf die Idee zu sagen, gut, ich notiere den US-Dollar, ich hedge meine Währungsrisiken, vielleicht ist aber auch der Ausblick für den US-Dollar positiv, dann braucht man die Währungsrisiken nicht hedgen, dann hat man hier zufällig zusätzlich noch einen potenziellen Währungseffekt, den man dann bei Aktien eben hat. Übrigens, demnächst, soweit ich informiert bin, wird auch bei JFD Aktienhandel möglich sein. Also physische Aktien, also richtig so, wie man die kennt. Jetzt nicht Aktien-CFDs, sondern richtige Aktien. Ja, für nähere Informationen kontaktiert da einfach mal den Support von JFD. Ja, also von mir weiß man ja, dass ich jetzt nicht unbedingt der Equities-Trader bin, physisch Aktienhandel oder dergleichen. Und das, obwohl ich ja eine Vergangenheit im Equities-Bereich habe. Ich habe ja bei einem Börsenmakler, wo ich Freiverkehrsaktien damals ganz besonders gehandelt habe, habe ich mir die ersten Sporen im Aktienhandel verdient. Das heißt also, darauf fußt sehr, sehr viel meiner Erfahrung und meines Wissens eben entsprechend. Dennoch sind Equities irgendwie gar nicht so meins. Also das Devisenbereich oder auch der Aktienindex-Bereich und die Umsetzung dann diverser Handelsstrategien über CFDs, Futures. Also ganz besonders über CFDs eben, Future habe ich mal getradet. Ja, durch die CFDs habe ich eine Möglichkeit, auch kleinere Konten zu handeln und da das Risiko auch noch besser zu managen, das auch wiederum für etwas größere Konten. Gut, aber das sind alles Details, wie gesagt. Fakt ist auf jeden Fall, insgesamt sind die derzeitigen Niveaus aus dieser Perspektive rein fundamental in meinen Augen extrem unattraktiv. Wenn man sich diese Komponenten anschaut, Schiller KGV beispielsweise, wenn man sich auch das Verhältnis anschaut, was ich heute früher gezeigt hatte, die Grafik erspare ich jetzt mal ganz kurz, aber das Verhältnis dieses Kurs-Gewinn-Verhältnisses in Relation zum Volatilitätsindex, dem VIX. Das zeigt, dass wir hier ebenfalls euphorische Zustände schon fast haben am Aktienmarkt. Also wenn man jetzt rein auf die Zahlen eben entsprechend schaut, tatsächlich so eine richtige Euphorie kann man nicht ausmachen, glaube ich. Also rund um die Dotcom-Blase sah es so ein bisschen anders aus, zumindest mal hierzulande. Ja, alles und jeder hat irgendwie über Aktien geredet, ob es beim Brötchen holen morgens war oder beim Zahnarzt dann im Wartezimmer. Da hat man richtig Euphorie gespürt. Das ist gar nicht mal so der Fall, aber rein an den Zahlen gemessen kann man schon eine Euphorie ausmachen. Und das bedeutet jetzt im Zusammenhang eben für die US-Aktienmärkte, dass wir eben hier nach oben Chance-Risiko-Verhältnis technisch sehr, sehr viel schon eingepreist haben. Und was soll Trump jetzt noch liefern? Was soll noch kommen? Trump ist unglaublich transparent. Das ist einerseits sehr, sehr positiv, kann den Aktienmärkten auch früher oder später eben entsprechend zum Verhängnis werden. Denn diese Transparenz sorgt natürlich dafür, dass man schon sehr, sehr viel vorwegnimmt und dann den Klassiker "Buy the Rumor, Sell the Facts" zu sehen bekommt. Also wirklich überraschend gibt es nicht mehr. Man nimmt im Grunde genommen das Gerücht vorweg und wenn die Fakten verkündet werden, dann gibt es eben den großen Rutsch. Das kann dann sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark und turbulent werden. Nichtsdestotrotz, das ist das, worauf ich eigentlich hinaus will, da schließt sich jetzt der Kreis, nichtsdestotrotz sollte die Erwartungshaltung für die kommenden 2 Wochen eventuell gar nicht so hoch sein. Also Trump hat damit gestern im Grunde genommen zumindest mal für die nächste Woche in meinen Augen dem Aktienmarkt so ein bisschen auch die Möglichkeit gegeben, da für stärkere Volatilität zu sorgen, beziehungsweise eine solche zu sehen zu bekommen. Denn es wird halt erst in 2 Wochen frühestens 2 bis 3 Wochen, sagte er. Also er hat gar nicht mal so richtig gesagt, in welche Richtung das geht, wann es ist oder dergleichen. Also man tappt so ein bisschen im Dunkeln eben. Und das nimmt dem Markt in meinen Augen das Potenzial eben für große Sprünge. Nichtsdestotrotz die Chance auf dann entsprechend auch eine Drift vielleicht auf der Oberseite. Also das Momentum weiter mitzunehmen. Und
vielleicht auch dann auf sogenannte Squeezes, also das heißt Nachfrageüberhänge, die entstehen, wenn der Markt zum Beispiel signifikante Level anläuft. Also mal angenommen, der DAX fängt sich früher oder später und driftet dann in Richtung dieses Widerstandsniveaus, also jetzt mal auf den DAX bezogen, also hier, und es gelingt, diesen Bereich rauszunehmen. Dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass dauernd eine schärfere Aufwärtsbewegung dann auf den Weg gebracht wird, die vielleicht uns nochmal in Richtung der Allzeithochs aber zumindest Jahreshochs um 11.900 Punkte vielleicht führt. Also diese Möglichkeit besteht, aber ich wäre da nicht zu optimistisch tatsächlich. Also könnt ihr mir vorstellen, dass da jetzt auch so ein bisschen dann die Luft raus ist. Der DAX hat sowieso gezeigt in den letzten Tagen, und ich gehe auch davon aus, dass sich das ändern wird, dass er an der Wall Street eben hängt. Ja, an der Zitze der Wall Street habe ich mal gesagt gehabt, dass ohne die Wall Street derzeit im DAX nicht wirklich was geht. Und das ist eben dann die Angst, die man so haben sollte derzeit, dass da eben dann nicht besonders große Sprünge anstehen. Insgesamt, wie gesagt, erwarte ich seitens der Wall Street hier auf der Oberseite keine großen Korrekturen, sondern eher so ein Auspendeln. Und dann, wenn die Enttäuschung einsetzt, wie gesagt, wenn das Statement rund um die Steuererhöhungen dann verkündet wird, oder Steuersenkung, Wahnsinn, Verzeihung, oder generell rund um die Steuer, ja, wie auch immer das definiert sein mag, dann sicher, dann haben wir eine größere Chance hier auf etwas mehr Volatilität und größere Sprünge auch, und die der DAX dann vielleicht sogar, die den DAX sogar ein bisschen signifikanter unter Druck bringen. Das sorgt jetzt auch dafür, dass ich Intraday zum Beispiel gar keine große, auch keine Motivation verspüre, ehrlich gesagt, hier ein Setup zu formulieren. Also Fakt ist einfach mal, wir handeln immerhin oberhalb von 20.200 Punkten. Das heißt, 1% plus und 1% minus sind eine Kursbewegung von 200 Punkten nach oben und nach unten. Wir haben aktuell eine Handelsspanne, jetzt nach rund einer Stunde Kasse, von 20.234 Punkten nach oben und 20.201 Punkt nach unten. Das ist eine Open Range von etwas mehr als 0,1%, 0,15%, ein bisschen genauer gesprochen. 0,15%, das ist die Open Range. Und das zeigt eigentlich dann auch, was derzeit, auch nach dieser Ankündigung gestern, was der Markt gerade los ist, nichts. Es ist nichts los. Es braucht wirklich diesen kurzen Impuls, irgendwie ein Tweet oder sonst irgendwas dergleichen, und dann gibt es ein bisschen Dynamik zu sehen. Das aber in irgendeiner Form aktuell vorwegzunehmen, fällt sehr, sehr schwer, und man erwartet, also ehrlich gesagt, kann man beide Richtungen erwarten, wo ich dann tendenziell eher die Short-Seite nehmen würde, wo man aber jetzt auch gesehen hat, ich hatte ja am Dienstag einen Short-Trade laufen, den habe ich ja dann bis gestern mitgenommen, dann ist er ausgestoppt worden mit einem kleinen Profit, aber nichtsdestotrotz, Fakt ist einfach mal gewesen, Rutsche, also Drop an der Stelle, den ich dann mitgenommen hatte bis zu der Zeit, also wo ich in der Position drin war, ein Floating Win, der war angelaufen gewesen von rund 100, 120 Punkten, aber so wirklich richtig Dynamik ist eben auch nicht drauf gekommen. Und das ist eben genau das, was diesen Handel gerade extrem schwierig macht. Chance-Risiko-Verhältnis-technisch, wie gesagt, sehe ich auf der Oberseite ganz wenig bis gar kein Potenzial mehr. Nichtsdestotrotz, dennoch der Vorteil auf der Long-Seite, wirklich negative Impulse sind auf breiter Front nicht auszumachen. Ja, und das sorgt eben dafür, dass ich dann ich jetzt Feierabend mache fürs Wochenende. Also ich bin dann an der Stelle raus. Wie gesagt, werde auch ausgehend hiervon, aus Authentizitätsgründen, jetzt auch kein Setup formulieren, weil es einfach keinen Sinn macht, weil ich es eben selber nicht traden würde. Wer sich dann doch in einer Position wiederfinden möchte, dem würde ich empfehlen, eher die Long-Seite zu nehmen, weil in dem Wochenschluss ist doch irgendwie schwierig vorstellbar scheint, derzeit, dass ein Abschlag kommt. Wobei, wenn du glaubst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Licht dann her, habe ich gestern schon gesagt. Also das wäre dann so ein Indiz dafür, dass man vielleicht sogar eher dann doch nochmal ein paar Gewinnmitnahmen im Wochenschluss sieht. Aber nochmal, warum sollte jetzt jemand in irgendeiner Form Gewinnmitnahmen auf den Weg bringen? Es scheint ja derzeit alles eigentlich positiv für Aktien zu laufen, ausgehend von diesen Trump-Trade-Gedanken. Insofern mutet dieser Gedanke dann mit den Gewinnmitnahmen und schärferen Abschlägen im Wochenschluss einfach ein bisschen zu optimistisch an. So, ja, und damit soll es das meinerseits gewesen sein. Wie gesagt, wir hören uns am Montag wieder. Dann schon um 9.02 Uhr mit einem DAX Long oder Short. Mal schauen, vielleicht gibt ihr uns ja die Chance, doch ein Setup zu formulieren. Ich werde auf jeden Fall übers Wochenende mir mal ein paar Gedanken machen, vielleicht auch mal für die Devisenmärkte in irgendeiner Form. Vielleicht gibt es auch saisonal was ganz interessant sein könnte. Muss natürlich ein Trading-Setup sein in einem Markt, welcher auch möglichst liquide ist. Ja, ich habe zum Beispiel gerade was als Idee für den Mexican Peso mir überlegt gehabt. Ja, Mexican Peso ist allerdings jetzt nicht so unbedingt die liquideste Währung.
russischer Rubel, ja, wäre auch mal ganz interessant. Ja, spannend, aus rein wirtschaftspolitischer Sicht super spannend. Aber nochmal, also mit kleinen Positionen und einem kleinen Konto kann man das schon machen. Ab einer gewissen Size wird es dann schon mal ein bisschen eng. Und das Konto, was ich trade, ist halt nicht ganz so klein. Und da ist es dann eben entsprechend so, da sollte die Liquidität schon gegeben sein. Und derzeit auch mit ausgehend von der Tatsache, dass eben Trump auch mal dazu geneigt ist, an der einen oder anderen Stelle mal einen Tweet abzudrücken, der dann mal für einiges an Turbulenzen am Devisenmarkt sorgt, dann willst du auch nicht besonders in illiquiden Devisenpaaren unterwegs sein. Was eben derzeit das ein bisschen schwierig macht, aber ich werde mir was einfallen lassen. Mal schauen. Und damit will ich es dann bewenden lassen. Schönes Wochenende wünsche ich euch. Erholt euch gut. Einen schönen Abend wünsche ich euch. Und wir hören uns am Montag wieder. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und bis dahin, habt euch auf jeden Fall wohl. Macht's gut. Und tschüss.